In der Mitte der Straßen von Zermatt befindet sich im vergangenen Dezember ein Wüstenbierangriff. Der Angreifer war jetzt vor Gericht. 12 mit einem Bierbecher traf ein Engländer sein Opfer. Dezember letzten Jahres eine Bar in Zermatt. Er wurde blockiert und verbal provoziert. Als Ergebnis traten Argumente auf. Mit fast 3 pro 1000 im Blut wurde Roman davon angepackt. Die Zeitung fährt fort und zitierte Anklage. Der Engländer, ebenfalls betrunken, war hinter sich gelaufen und hatte mit einem Bierbecher auf dem Kopf. Der Krug war gebrochen. Das war nicht genug für den Engländer. Er traf mehrmals mit seiner Faust das Romand ins Gesicht. Das Opfer ging zu Bodenblutungen. Von dem Bierbecherangriff konnten fast 2 Wochen nicht funktionieren. Er erhielt auch einen 10-Jahres-Verweis.